Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xaug und der lieben Xiri. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute stellen wir euch unser neues Familienmitglied vor, den kleinen Leo. Nein, aber den kennt ihr ja schon. Robert, wir stellen euch heute den Robert vor. Ist das nicht lustig? Robert. Okay, Robert, der Staubsaugwischroboter. Genau. So, wir haben gesagt, wir geben ihm einen Namen und Robert ist super cool. Oha, du machst Sachen. Make sure power is on. Schrei nicht so rum. Eigentlich klingt er eher wie eine Roberta, aber wir nennen ihn Robert. Wir nennen ihn Robert, genau. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Sprachupdate und dann redet er vielleicht ja. Das wäre cool. Auf männlich. Genau. So. Und den wollen wir dann mal testen. Den wollen wir heute testen, genau. Vielleicht kurz was, kann man irgendwas dazu sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir machen sehr viel Schmutz. Vor allem die Hunde machen viel Schmutz. Und ich mit meinen Haaren. Und du mit deinen Haaren. Und eigentlich müssten wir jeden Tag saugen oder zumindest jeden zweiten Tag saugen. Aber das schaffen wir zeitlich meistens gar nicht. Deswegen haben wir uns überlegt, so ein Ding mal zu holen. Wir haben schon länger eigentlich das schon im Kopf, so ein Ding mal zu holen. Nur jetzt haben wir bei ihrer Oma so ein Ding gesehen gehabt und haben gesagt, ach, wie wäre es denn, wenn wir so ein Ding auch uns kaufen? Und ja, das haben wir gemacht. Man muss jetzt auch zugeben, wir haben ihn auch schon ein paar Mal fahren lassen und er hat schon einiges rausgeholt aus der Wohnung. Und das, obwohl du erst geputzt hattest. Ja, genau. Ich hatte erst geputzt, gesaugt, gewischt. Und einen Tag vorher. Ich glaube, zwei Tage vorher. Ja. Und das hier ist das, was er rausgeholt hat aus der Küche und Wohnzimmer. Also das ist und wirklich Flur. Und Flur, ja, genau. Also das ist wirklich echt übel. Und krass, extrem viel Staub war in unserem Teppich drin. Ja, und deswegen haben wir euch jetzt noch einen Raum übrig gelassen, nämlich unser Schlafzimmer. Der mir persönlich sehr wichtig ist, genau, unter dem Bett. Da komme ich nämlich so blöd dran mit dem Staubsauger oder allgemein, man kommt blöd dran mit dem Staubsauger. Ja. Und dann macht das immer so überhaupt keinen Spaß. Oh ja, mit Wischen. Mit Wischen. Mit Wischen. Robert kann nämlich auch wischen. Ja, Robert kann... Das war zu viel. Auch wischen. So. Nee, du bist so neugierig. Ja, trink's. Trink einen Schluck. Ist hier. Nur warmes Wasser, keine Sorge. Ist aber leicht warm. So. Und wie war das? Genau. Das hier hattest du zum Wischen verwendet? Das hatte ich für die Wohnung bisher schon zum Wischen benutzt. Und so sah es frisch aus. Genau, so sah es frisch aus. Man sieht ja schon einen deutlichen Unterschied. Da bin ich mal gespannt, was er jetzt im Schlafzimmer wegwischt. Also nicht zu viel. Ach so, ein bisschen vorfeuchten. Okay. Genau, damit das schön rutscht. Rutscht und halt auch schon vorgefeuchtet ist, weil hier kommt dann das Wasser raus. Das ist halt nur ganz, ganz, ganz wenig. Und wenn man das nicht vorfeuchtet, dann wird das nicht genug nass werden. So, dann kann man das einfach hier so draufkleben. Und dann holen wir mal den lieben Robert. Robert! Dann kann man das einfach hier unten aufstecken. So. Zeig mal kurz den Staubbehälter, der ist nämlich leer. Ja, der Staubbehälter ist momentan leer, der ist hier. Voll cool gemacht. Kann man den hier rausholen, dann kann man hier aufmachen und da ist unser Staub dann nachher drin oder war auch schon Staub drin, besser gesagt. So. Ja, aber aktuell leer, außer dass er natürlich ein bisschen staubig ist, aber, aber nicht mal, viel drin. Was er einsammelt. Ja. So. Dann lass uns rübergehen. Die liebe Xialin hat ihren Staubsauger geschnappt. Genau, das ist unser eigentlicher Staubsauger. Jawohl. Wir haben hier in unserem Schlafzimmer einfach nicht viel Platz. Hier zum Schrank ist nicht viel Platz, hier zum Fernseher ist nicht viel Platz. Und es ist immer so ein bisschen schwierig, da so drunter zu kommen. Ich liege dann immer irgendwo hier am Boden und versuche so... Sieht auch immer sehr sportlich aus. An der Tür an oder hier geht es gar nicht richtig, weil da der Schrank im Weg ist. Das ist total blöd. Ja. Es sammelt sich immer Staub drunter an, weil man es einfach nie freiwillig macht. Und zwar so viel Staub ist da unten, das ist abartig. Das ist schon peinlich zu zeigen. Aber so sieht es eigentlich unter jedem Bett aus. Und wir freuen uns, das Ding jetzt auszuprobieren und dass er das da alles einsammelt. Ich bin schon mega gespannt. So, dann soll er Hybrid machen, ne, putzen und so. Aber wir machen mit... Turbo Mode.
Ging es Hybrid mit Turbo? Ich glaube, da ist sowieso Turbo-Mode. Genau. So, und dann? Starting Hybrid Cleaning. Leg los! Leo, komm, geh aus dem Weg. Komm. Yay! Und gleich mal unter das Bett, sehr gut. Ui, geht's, ist das eklig. Boah, was eine saubere Spur. Wie geht's? Boah, der Staubsauger ist dreckig. Ist er wahrscheinlich da schon, weil das ist wahrscheinlich schon hier überfordert. Das ist wahrscheinlich schon zu viel. Wie geht's? Boah, das ist übel. Das ist wahrscheinlich zu viel für ihn. Vielleicht muss man vorher einmal saugen. Da kommen jetzt gleich fette Wolken. Eieiei, der klingt so, als ob er gleich versagt. Okay, Fazit: zu viel. Ich glaube, wir sollten erst mit dem normalen Staubsauger da saugen. Naja, jetzt ist er ja gleich fertig. Schlimmste hat er geschafft. Eieiei. Ja, und das meiste liegt hier auf dem Boden. Okay, glaube ich nicht, aber... Ja gut, das muss man dann so einsehen. Der arme Kerl. Der arme... Arme... Schau mal, die ganze Bürste schon wieder... Wow! Ach du Schande. Das sind alles Xialins Haare. Ja. Okay, ein paar sind wahrscheinlich auch von mir. Und von der Amy. Und vom Leo ganz wenig. Das ist schon krass. Und so viele Federn. Ja. Weil so selten machen wir da unten jetzt auch nicht sauber. Ich wisch manchmal unten. Ist schon übel. Ja, vor allem, wir saugen da ja jedes Mal, wenn wir auch durch die Wohnung saugen. Und die Wohnung sieht nicht so aus. Das ist schon krass, was sich da unterm Bett ansammelt. Das ist nicht normal. Schaut euch das mal an. Das ist immer noch ein bisschen staubig, aber das kann man jetzt mit Wischen wegmachen. So. Ach, jetzt wischst du? Ich dachte, jetzt wir schauen jetzt den Staubcontainer an. Dann ja, ja, kann man eigentlich auch machen. Ja, vielleicht ist er eh voll. Der wird wahrscheinlich schon gut gefüllt sein. Da ist alles voll. Das könnte jetzt tatsächlich ungefähr so viel sein, wie da schon drin ist. Das kann sein, ja. Und das ist halt so krass, ne? Ich habe wirklich... Ja, hier hast du nicht gesaugt. Hier nicht, aber ja. Das ist schon krass dafür, dass die Wohnung gesaugt war, ist das schon echt viel. Und wir sind jetzt nicht gerade die Drecksschweine schlechthin, sondern wir sind eigentlich schon, zwar vielleicht jetzt auch nicht die ordentlichsten Menschen, aber wir sind schon eigentlich Menschen, die immer Ordnung halten oder zumindest versuchen. Ja, aber selbst zwei kleine Hunde machen relativ viel Dreck. Dann geht man mal mit den Schuhen hoch, weil man es gerade eilig hat. Und zack, ist alles wieder vorbei. So. Dann lassen wir nochmal Wischi-Wischi machen.
so wie ihr seht, Robert ist noch unterwegs, da hinten ist die Ladestation, da ist die Ladestation. Genau, die ist leer. Er arbeitet noch ein bisschen, er macht noch mal ein paar Putzrunden. Aber, wie man schon gesehen hat, da ging einiges weg. Da hinten liegt unsere Tüte, leider nicht in Reichweite. Soll ich die bringen? Bringen Sie mir mal ganz kurz. Das ist wirklich sau viel. Das ist unsere Beute. Das ist so krass, wie viel das ist. Voll heftig. Also wirklich mega, mega, mega viel. Obwohl ich schon gesaugt und geputzt hatte. Gut, Schlafzimmer jetzt nicht. Aber ja, hat schon ganz schön was geschafft. Und mein Fazit ist auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall gelohnt, definitiv, das Ding. Und wird sich auch noch lohnen für die nächsten paar Jahre. Das Ding hat 5 Jahre Garantie. Das ist mega geil. Und ja. Man muss auch mal selber saugen und selber wischen. Also ich finde, er ersetzt es nicht komplett, weil vor allem Ecken und vielleicht ganz die Ränder und wo halt vielleicht auch mal im Wohnzimmer liegen dann über die Kabel und so, das schafft er nicht. Da muss man selber mal drüber gehen, aber ansonsten ist das Ding besser als ich. Ja, das stimmt. Also er ist sehr gründlich, auch sehr schlau, wenn man das so nennen kann. Also er merkt schon, wo er sich ungefähr befindet. Manchmal sucht er, wo bin ich gerade, und dann, da bin ich, und dann weiß er auch schon wieder, wo er weitermachen muss. Also das macht er schon sehr, sehr, sehr gut. Und auch so kritische Stellen hatte ich so ein bisschen jetzt manchmal das Gefühl, dass er dann auch schon mal so gründlicher ist. Ja, das stimmt. Und er macht es echt gut. Ich bin stolz auf Robert und ich freue mich, dass wir den als Familienmitglied haben. Ja. Und, ich hätte gerne mehr so Roboter für alles Mögliche. Klo putzen, Fenster putzen. Ja, ich bin schon Hunde waschen, nach dem Gassi gehen, das wäre alles nicht schlecht. Und die Tiere finden es auch okay. Der Leo hat zwar ein bisschen Respekt davor, guckt mal, hat auch mal von hinten angegriffen, also nicht angegriffen, aber geschnüffelt so. Jetzt kann ich mal kurz gucken, lebt das Ding oder ist das eine Maschine? Ja, und die Amy, die interessiert sich überhaupt nicht dafür. Also auch wesentlich besser als mit dem Staubsauger selber. Also die Amy hat zwar keine Angst unbedingt vom Staubsauger, aber finde es jetzt auch nicht so geil, und der Leo hat halt schon ein bisschen Muffe davor, weil das Ding halt auch wirklich laut ist. Es geht. Ich finde ihn gar nicht mal so laut. Nee, ich meine Staubsauger jetzt. Ach, der Staubsauger, der ist laut, das stimmt. Davor hat er Angst. Ja, vor dem Saugroboter hat er jetzt eigentlich keine Angst. Also das geht eigentlich ganz gut. Gell, Leo? Ja, also Fazit, gutes Teil, Thumbs up. Wer hat auch ein Zuhause? Und was mich vor allem interessieren würde, wie heißen eure? Ich habe schon sowas wie Cleany, Staubi, keine Ahnung. Ja. Unserer heißt Robert. Wie findet ihr den Namen und wie heißt eurer? Genau, oder wie würdet ihr ihn nennen? Das wäre vielleicht auch mal interessant. Wir werden ihn nicht umbenennen, aber wir wären schon sehr neugierig, wie ihr so ein Ding nennen würdet. Und ja, genau, das war's eigentlich. Mal ein Video der anderen Art. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.